alle verstehen. Ich zeuge das Schwert ein bisschen von der anderen Seite auf. Alle können einfach mal zugucken, wie ein mitteleuropäischer Kalligraph denkt, was er sich bei den einzelnen Buchstaben denkt, was mich fasziniert hat, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Wir gucken uns zum Beispiel einfach mal an, unser Instrument, mit dem wir schreiben, ähnlich hier wie bei der Kollegin, die die arabische Kalligraphie schreibt, eine breite Feder, sind wir auf Sendung. Genau. Und wir sehen, das Instrument gibt mir die verschiedenen Striche einfach, sagen wir mal, schon von selber. Ich ziehe einen Strich in diese Richtung, er ist breit. Ich schreibe die Zahl 4. Und wir sehen hier auf der schmalen Kante, hier auf der Breitseite. Und jetzt kommen wir gleich zu Anfang schon zu einer Sache, die mich eben an der Kalligraphie fasziniert. Wir sehen, ich tauche nochmal ein, wir sehen, wir ziehen eine Linie einfach so und dann stellen wir fest, wir gucken uns die Manuskripte aus dem Mittelalter an oder auch von den alten Römern, die Inschriften, wir stellen fest, so ein Strich existiert nicht, sondern Striche sehen praktisch immer so aus. Das ist das, was, wie gesagt, jetzt an Motorik in die mitteleuropäische Kalligraphie einfließt. Jeder Strich wird mit Enthesis geschrieben. Das heißt also, ich verleihe der Linie